Die Ackerdrohnen und ihre Entwicklerin Martha werden vermisst. Ace kümmert sich um die Ernte, aber wenn sie nicht zurückkehren, könnten Leute verhungern. Wir sollen zum Landwirtschaftszentrum gelangen und dort sind wir bereits. Und wie du siehst, habe ich auch wieder meine grüne Tarnung entsprechend angezogen, der Umgebung und der Witterungsverhältnisse angepasst. Wer auch immer dieser Ace ist, der sich da um die Ernte kümmert, er tut bestimmt eine gute Arbeit. Aber die Frage bleibt natürlich, wo ist diese Martha und wo sind die Landwirtschaftsdrohnen? Ich meine, hier habe ich eben eine gesehen, da. Aber die ist auch am Werk. Schauen wir mal, was hier so gibt. Informationen gibt es hier auf jeden Fall. Mit Ace über die verrottende Ernte sprechen. Ach so, hier ist Ace, alles klar. Die Frage ist, wer von denen ist Ace? Ace ist garantiert irgendwo da drin. Vielleicht weiß ja einer der Soldaten mit diesem Infopunkt über dem Kopf etwas mehr. Und wie du vielleicht bereits gemerkt hast, kommentiere ich nicht mehr so, in Anführungszeichen, immersiv. Das war ein Test, die letzten 4 Folgen lang. Ist scheinbar nicht ganz so gut angekommen. Die Folgen wurden nicht so lange angeschaut. Und deshalb mache ich das jetzt wieder so wie eh und je. Mit dem Unterschied, dass ich Längen rausschneiden werde, also lange Transportwege und sowas. Die werde ich rausschneiden. So, stehen wir hier sicher? Keine Ahnung. Ausprobieren. Oh. Was muss ich dazu wissen? Raus damit! Du weißt schon alles, bitte! Töte mich nicht! Doch. Das war nichts von dieser Mission. Das war etwas von einer Fraktionsmission, die unglücklicherweise heute genau hier in diesem Gebiet stattfinden. Schauen wir mal. So, vorne haben wir nämlich noch. Das ist aber kein Gegner, also ist das bestimmt dieser Ace. Hallo, sind Sie Ace? Hey. Sind Sie Ace? Ja, es ist Ace. Sind Sie Ace? Sind Sie so nett und geben mir ein paar Infos? Das ist alles, was ich weiß, ehrlich. Wissen Sie etwas hierüber? Das würde mir sehr helfen. Ich sage Ihnen, was ich weiß. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tatsächlich, er ist Ace. Ist ja schon gut. Ich höre ja schon auf mit diesen dämlichen Wortwitzen. That is face paint. So, was hat er uns denn mitgeteilt? Ach, das ist gar nicht Ace. Es war doch nicht Ace. Es war nur jemand, der uns gesagt hat, wo wir Ace finden. Nun. Da muss er jetzt sterben. Ace ist... Oh shit. Ah, fuck. Hui, Mörser. Wir ziehen uns mal ein bisschen zurück. Werfen uns ins Korn. Oben war noch irgendwo ein anderer Scharfschütze. Das weiß ich noch von früher. Ich sehe ihn allerdings nicht. Da ist er gerade gelaufen, oder? War das nur ein Grafikfehler? Oder war es vielleicht eine Halluzination? Ja, mach mal Fury. Fury. Hm. Ja, mach keine Sachen. Ich weiß noch, wo der Generator steht, aber da kommen wir von hier aus jetzt gerade nicht hin. Die kriegen wir alle. Hallo, Nummer 1. Komm.
Da hat jemand die La... Ich wollte den. Hättest mal den da hinten geholt. Die Selbsterkenntnis. Boah, da ist er ja. Hallo. Der Herr. Voila. Kann man die kaputt schießen, oder? Ja. Aber da liegt nichts rum. Schade. Ich räume hier mal ein bisschen auf. Muss man aufpassen, da ist nämlich ein Geschützturm. Und ein Minigunner, so wie es aussieht. Große Preisfrage ist jetzt. Was machen unsere Kameraden da? Die rennen. Ah, okay. Da hat Yuri mir schon die Antwort gegeben. Sie improvisieren also. Alles klar. Ach, das ist ein Feind. Ich dachte gerade, das ist jetzt Fury. Okay, das war die Sache mit dem Generator. So. Huch, da ist mir doch glatt die Festplatte vollgelaufen. Das ist mir schon ewig nicht mehr passiert. Aber okay. Hoffen wir mal, dass der Speicherplatz, den ich jetzt freigegeben habe, die 60 GB, dass das reicht. Hey, ja. Bleib auf der Leiter. Haben wir jetzt alle Gegner schon getötet, oder wie? Team, zu mir. Komm zu mir, los! Yep. Yep, 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 yep. Yep, yep. Gut, die Leiter will ich jetzt gerade nicht. Wo rennt er denn hin? Ich sag, komm zu mir. Er rennt an mir vorbei. Weißt du was? Team, geht dort in Stellung. Rück zu dem neuen Sammelpunkt da drüben vor. So, dann können die uns da mal von unten, für Gegner von unten Deckung geben. Wow. Hey, ich will nicht sterben. Und ich will sie nicht töten. Oh, Gott sei Dank. Sie sehen wie ein Killer aus. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Ein paar Bauern haben Probleme mit ihrer Ernte. Dass sich Bauern über irgendwas beschweren, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das können Sie mir glauben. Okay. Wenn sich diese Idioten wenigstens über die wichtigen Sachen beschweren würden. Martha. Martha ist weg. Wer ist Martha? Sie interessieren sich für Landwirtschaft und kennen Martha nicht? Also ehrlich. Sie hat an den Landwirtschaftsdrohnen mitgearbeitet. Ohne die kommen diese Bauern anscheinend gar nicht mehr aus. Die Drohnen und ihre Entwicklerin werden vermisst? Sentinel hat die Drohnen gestohlen und Martha wollte sie zurückholen. Die Drohnen wecken ihren Beschützerinstinkt. Ich habe Angst, dass sie etwas tut, was sie bereuen könnte. Soll ich sie ausfindig machen? Wenn ihre Bauernfreunde ihre wertvollen Drohnen zurückwollen, sollten sie Martha finden. Das letzte Mal wurde sie auf dem Weg zum Kelsohof gesehen. Okay, das ist... Ich habe noch nie einen Wissenschaftler gesehen, der gleichzeitig aussieht wie ein Penner. Ziemlich gut. Alles sauber. Okay, das war wohl der letzte Gegner. Also, jetzt auf zur Kelso Farm. Wo ist die? Welche Richtung? Da hinten? 500 Meter. Das ist gar nicht so weit. Da jetzt hier sowieso alle Gegner tot sind, würde ich sagen, sehen wir uns gleich dort. 3, 2, 1, 0. Und da sind wir auch schon beim Kelso-Hof. Beziehungsweise der Kelso Farm. Und so wie es aussieht, gibt es dort auch noch eine... Ja, eine Fraktionsmission. Da hefte ich die auch mal gerade an. VIP finden, okay. So, schauen wir mal. Zivilisten hier sollten mehr wissen. Und Mitarbeiter von Sentinel. Alles klar. Ich finde es schade, dass man Zivilisten nicht greifen kann. Aber von den Sentinels weiß keiner was, ne?
Wir haben alle keine... kein Infopunkt auf dem Kopf. Na gut, dann... ist jemand, der noch ein bisschen abgeschieden herumsteht? Ach, da, guck mal. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal da rein. Genau, niemand kann sich hier verstecken. Niemand. Nicht mal ich. Ganz genau. Dum, 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 dum. Was machen Sie da? Nichts, ich bin gar nicht hier. Ich bin ein Geist. Guck doch mal auf mein Abzeichen. Mein Gott. Ist das denn zu viel verlangt? So, Martha lokalisiert. E-Mail, bla bla, Fuchsteufelswild. Ah, okay. Also eine quasi eine Droh-E-Mail von Martha an Sentinel. Nicht näher. Nicht näher? Was wenn doch? Darf ich euch wenigstens im Fernglas nah angucken? Ja, das darf ich? Alles klar. Ich tue euch nichts. Ich tue nur diesen Leuten hier was. So, erreichen Sie Kontrollstation Viper 3. Wo ist die denn? 1,5 Kilometer ungefähr. Alles klar, kein Problem. Hier schleichen wir uns mal eben raus. Alle Gefahren beseitigt. Gut, und dann sehen wir uns gleich bei... Wo ist sie denn? Welche Richtung da? Kontrollstation Viper 3. 3, 2, 1, 0. Und da sind wir auch schon bei der Kontrollstation Viper 3. Und den Scharfschützen haben wir auch schon erledigt. So, wir müssen noch ein bisschen näher ran, um zu wissen, was wir hier genau tun sollen. Wir sind... Martha lokalisieren. Ach, natürlich. Schauen wir mal, wo ist denn die Martha? Die Martha Stewart. Da ist sie! Nein, das ist sie nicht. Das ist ein Mann mit Stut. Oder ein Mann mit Zopf. Was auch immer. Auf jeden Fall keine Martha. Martha. Ja, mach das mal, Fury. Scann du mal die Umgebung. Während ich da drin aufräume. Okay, er dreht schon. Eins. Zwei. Jungs, ich glaube, wir haben Besuch. Glaubst du? Ja, nein. Ah, ich bin an der Kiste hängen geblieben, Mann. Tja, das ist schlecht. Weißt du was? Mann! Stirb! Ach, guck mal. Oh, noch einer. Oh, wow, wow. Da hat mich gerade mein Handywecker abgelenkt. Der klingelt jeden Abend um Viertel vor 12, um mich an Dinge zu erinnern. Ich humpele, ich humpele. Okay, schalte mal nochmal auf Vollauto. Das war taktisch aber auch echt dumm von mir, wie ich mich da bin. Warum bin ich denn jetzt in die Third Person wieder gegangen? Zu nah am Kameraden vorbei. Noch jemand ohne Fahrschein? Oh, hallo. Was machen Sie denn hier? Ja, ich würde gern... Warte mal, warum habe ich denn keine Heilspritze ausgerüstet? Ich glaube, es geht los.
gibt's denn sowas? Fury räumt auf. Sehr schön. Gebiet gesichert. Toll. Und das einzige Fahrzeug, das hier war, geschrottet. Dankeschön, Fury. Hast du sehr gut gemacht. Gut, okay. Hören wir hier mal den Knecht. Den Kneckes. Was ist los, Kneckes? Schieß los. Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß, ehrlich. Mit deiner Schneetarnung im Waldgebiet oder Wiesengebiet. Okay, Martha ist also hier. Die Frage ist, wo? Weißt du was? Drohnenteile. Mit denen wird kein Giftgas mehr verteilt. Ich gehe mal davon aus, dass es damit verteilt werden sollte, weil hier diese grünen Behälter drunter sind. Aber das werden wir gleich erfahren. Hallo, Martha. Martha Hari. Sind Sie Martha? Ace schickt mich. Wollen Sie mir etwa erzählen, dieser Depp hat einmal etwas Sinnvolles getan? Ich bin schockiert. Okay, gehen wir. Okay. Wunderbar. Wohin? Wieder zurück. Ah, alles klar. Oh, da haben wir noch ein Auto. Sehr schön. Martha, einmal bitte einsteigen. Fury fixet Vasili auch, bitte. Fixet mal wie immer der Letzte. Gut, und dann sehen wir uns gleich am Bestimmungsort. 3, 2, 1, 0. Und da sind wir auch schon dort, wo wir hin sollen. Es klappt ja ganz prima hier. Und wieder mit Martha sprechen, sehr gut. Ace macht sich wirklich Sorgen um Sie. Ach, ich habe abgebrochen, verdammt. Nochmal. Hallo? Dann los. Was? Hä? What? Und jetzt soll ich mit ihr da hinten hin? Also ich sollte sie zuerst hier hinbringen und jetzt da hinten hin? Mein Gott. Diese Frau macht mich wahnsinnig. So, und dann nochmal. 3, 2, 1, 0. Und ja, da sind wir auch schon wieder. Gibt's hier Gegner? Ja, aber nur zwei. Das ist kein Ding. Was? Der hat meinen ersten Kopfschuss überlebt? Dem los. Nun. Warum Feinde in der Nähe? Ich habe doch gerade geguckt, da war doch niemand. Wie weit hoch müssen wir denn? Ganz hoch. Hallo? Was? Was sollen wir hier tun? Ach, jetzt sollen wir mit... Die Frauen. Da wären wir also. Und ohne einen Kratzer. Jetzt sind Sie dran. Gut. Danke, dass Sie mich das auf meine Art regeln lassen. Das bedeutet mir sehr viel. Ja, was genau müssen Sie denn tun? Ich muss mich nur in dieses System hacken. Dann sollte ich die Drohnen deaktivieren können. Hacken Sie los. Okay, dann demontiere ich schon mal den Schalldämpfer. Und lade meine Waffe nach. Ich habe so das dumpfe Gefühl, da wird jetzt gleich geballert. Ja. Ich denke an den Raketenwerfer. Ist das alles? Ist das alles? Wie lange? Anderthalb Minuten, da kommt bestimmt noch was. Da kommt doch bestimmt noch was.
Okay. Roger, roger. Wie viele habe ich noch? 4. Gut. Das passt. Bin ich verletzt? Ich glaube, ich wurde getroffen, ja. Unsere Kameraden hier brauchen überhaupt nichts zu tun. Team, geht dort in Stellung. Ach, da hinten, Mann. Dahin. Zu der neuen Position vor, da drüben. Dann können wir sie nämlich in die Zange nehmen, die Gegner, wenn die kommen. Falls ich den, die im Raketenwerfer nicht treffen sollte. Heck, heck, heck. Heckedy heck. Heck, meck. Hm. 8 Sekunden, da kommt nichts mehr. Team, zu mir. Sammelt euch bei mir. Verstanden, gekommen. Nice. Schalldämpfer wieder drauf. Alles tutti. Vielen Dank. Von ganzem Herzen danke. Sie haben mich beschützt und mir geholfen. Sie haben mich gerettet. Ich danke Ihnen so sehr. Versteht sich doch von selbst. Außerdem habe ich gehört, dass Sie der Kopf dieser Operation sind. Wäre ein herber Verlust gewesen. Schön, dass ich helfen konnte. Nice. Und jetzt wieder zurück zu Ace. Ace im Landwirtschaftszentrum immer noch. Wo? In welche Richtung ist das Landwirtschaftszentrum? Da. 1 Kilometer. Na gut. Du weißt, was das heißt. 3, 2, 1, 0. Und da sind wir auch schon am Landwirtschaftszentrum wieder angelangt. Und selbstverständlich sind die Gegner wieder alle respawned. Finde ich persönlich jetzt gar nicht mal so geil. Das heißt, bestimmt ist der Generator auch wieder ganz. Nee, setz mal lieber die Wärmebildbrille auf. Ja, mach das mal bitte. Ich habe hier ein kleines Problem. Natürlich sind wir stark in der Unterzahl. Wir sind immer stark in der Unterzahl. Wir sind eigentlich nie in der Überzahl. Tag der Herr. Hä? Was? Wo? War da was? Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, der Ace ist da, wo er vorher auch war. Ich kann nicht da drauf. Komm. Oh mein Gott. Sind ein Haufen drin. Ja, das sehe ich. No, niemand ist hier. Mach dir gar nicht erst die Mühe, gucken zu können. Chuck. Was die denn für Gefühle haben. Das ist der Wahnsinn. Oh, hallo. Ach, diese Lichtverhältnisse hier immer. Ach, das ist schwarz. Okay. Hab nichts gesagt, aber trotzdem, die Verhältnisse hier sind immer dezent dämlich.
weil das hier jemand ist. Spür mal, dann spür mal weiter. Ich spreche in der Zeit mit Ace. Ace, Martha ist in Sicherheit. Sie haben sie gefunden? Oh Mann, ehrlich, ich wüsste gar nicht, was ich ohne ihren Verstand machen würde. Sie hält den ganzen Laden hier am Laufen. Und außerdem liegt sie mir sehr am Herzen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Kein Problem. Eine Sache noch. Sentinel hat versucht, die Selbstversorger auszuhungern. Können Sie dafür sorgen, dass alle davon erfahren? Ja, aber natürlich. Ich erzähle es allen. Danke. Und ich werde alles tun, was ich kann, damit sie Essen kriegen. Niemand sollte so behandelt werden. Niemand. Da hat der gute Ace vollkommen recht und wir haben die Mission abgeschlossen. Und sobald wir hier draußen sind... Hey, nein! Jetzt ist der da drüber gehüpft. Ich wollte ihn gerade durch die Scheibe töten. Mann, 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 Mann. Ja, gut. Dann eben ihn hier. Ohne Scheibe. Ja, was ich noch sagen wollte, kommt sehr gerne zur Spezialeinheit, denn wir haben Kekse.